In der Was Ferne? Was soll ein Schwein in den Wäldern? Manche Goblins reiten Schweine. Reiten? Jetzt wollt ihr mir aber einen Bären aufbinden. Die reiten Schweine? Verdammte Scheiße. Das war wieder so eine Ragnar-Geschichte, oder? Nein, das hat man sich um Eslamsbrück immer erzählt, von den Schweinereitern. Dorgosch, lass sie doch mal Licht machen. Wir können nicht 100 Schritt weit sehen, wenn ihr jetzt Licht macht, aber die werden uns ganz genau sehen können. Haben die Bögen? Wie kämpfen Goblins? Ich habe keine Ahnung. Goblins Setz mich doch mal ins Bild. Goblins haben für gewöhnlich kein Metall und sie sind feige. Mehr weiß ich auch nicht. Ich vermisse Yoga, die hätte jetzt gewusst, was wir tun sollen. Yoga ist tot. Wegen dir? Wegen mir? Also hauptsächlich, weil sie ihm den Schädel einschlagen wollte. Aber ja. Nein. Gut. Was tun wir also? Kann man sich irgendwo verschanzen? Wir sind gut zu verteidigen. Also kann man sich irgendwie ein bisschen in Deckung setzen. Es sind ein paar Felsen, hinter die man sich knien könnte. Ich glaube, die ziehen sich zurück. Warte mal hier. Und immer stiebt los, langsam und leise in die Dunkelheit. Okay, der Rest zusammenbleiben. Weitere Steinchen, die nach unten bröckeln. Paar mehr. Klack, klack, klack. Ja, man geht mal einige hundert Schritte hinterher, langsam geduckt und auch leise sich bewegend, in der Hoffnung, dass man sieht, wohin sie sich zurückziehen. Wenn man so 200, 300 Schritte von der Gruppe entfernt ist, wird man aufhören. Ja, du stehst dann nach diesen 100, 120 Schritt stehst du dann vor dieser Felsklippe, die hier dann nach oben führt. Nicht nach unten, ne? Da sind sie runtergestiegen. Ziemlich behende kannst du auch sehen, wie sie da die roten Pelze in dem Schatten verschwinden. Klack, klack, klack. Aber dann schaut man so in die Richtung, wo sie sich wohl hinbewegen, ob man da noch was anderes hört oder sieht. Entfernen sich. Zuck mit den Achseln und geh wieder zu den anderen zurück. Ich sage doch, es ist ein Feige. Ich weiß nicht, was sie gesagt haben, Herr Schei. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich weiß zumindest, dass sie irgendwie erschreckt hat, als ich es laut gesagt habe. Wahrscheinlich haben sie damit gerechnet, dass wir am Schlafen sind, oder zumindest nur zwei Wachen haben, sie sich anschleichen können und uns Dinger stehlen und dann wieder abhauen. Denn, ich wiederhole mich, Goblins sind Feige. Naja, sie sind auch recht klein und schwach. Ich kann schon verstehen, warum sie eher feige zuschlagen, anstatt sich jetzt hier, ne, im Mannkampf wie ihr, mit euch können sie sich nicht messen, einer gegen einen. Das geht nicht. Richtig, jeder von uns ist mindestens zwei von denen wert. Boah, ist mitten in der Nacht, ich werde schon wieder sauer. Können wir wieder ins Bett gehen? Legt euch hin, wir sollten erstmal Ruhe haben. Sie werden es anders versuchen, letztlich. Los, komm, wir halten unsere Wache weiter. Schlaft noch ein wenig, Leute. Die nächste Wache. Jalan? Das? Richtig, aber mir und aber Selbstbeherrschungsprobe. Minus 4. Um wach zu bleiben. Oder mal zu schlafen. Das ist beides gelungen. Dann die Sinnschärfeprobe plus 8 von beiden. Ne. Ach, die 19, weißt du. Gelungen. Ja, ist aber keine plus 8 eingetragen. Doch, hat er? Ja, hat er. Achso, doch, hat er. Ah, ich sehe, ja, Entschuldigung. Ja, du kannst wieder ungefähr, bist vielleicht eine Stunde wach, unterhaltet euch da leise, kannst wieder klackern in den Felsen hören. Ja, dann. Jordin, da. Hört ihr es? Laut. Zeig mal die Richtung. Hör ich's dann? Sakuska. Kommen die etwa wieder? Kungutska. Sollten wir die anderen wecken oder nur versuchen, sie zu erschrecken? Opushana. Wenn ich hinter euch Licht mache, könnt ihr dann einer schießen? Vielleicht ist es abschreckend. Könnten wir versuchen, ja. Ja, versuchen wir das. Ich nehme an, die grobe Richtung, aus der die kommen, können wir... Ich glaube, da, wo Ömer verschwunden ist, wieder hergekommen ist, klar, die hattest du natürlich bei Licht auch noch gesehen. Okay, dann stelle ich mich auf. Bin stabil hin. Denke einen Pfeil an die Seele. Und ziehe ihn schon mal zurück. Flüstere ich zu Habe mir jetzt. Ja, ich zünde meinen Stabfackel hinter dir, was besser sehen kannst, dass du nicht geblendet wirst sozusagen. Und ja,
Ja, sofort lautes Geschrei. Du kannst sie nicht erkennen, weil der, ja, der Stab ist nicht hell genug. Die Fackelreichweite ungefähr so 7 Meter, die das kommt, nicht die 110, da wo sie gerade rumklackern. Aber lautes Geschrei und du kannst die Schatten sich wieder nach oben bewegen sehen. Weitere kleine Felsen, die nach unten stürzen, weiteres keckerndes Geschrei. Wir machen das ganz einfach. Ich visiere einen dieser schreienden Schatten an und lasse los. Ja, wie gesagt, auf 100, 120 Meter müsstest du dann schießen. Kannst du gerne mal versuchen, aber auch sie jetzt laufen sie schon weg. Ja, das ist eine schöne 20er-Erschwernis. Ich nehme an Dunkelheit. 20er-Erschwernis? Dunkelheit? Ja, wir haben 12 für die Entfernung und ich nehme an Dunkelheit wird mit 8 berechnet. Ja, Dunkelheit 8. Würfel ich auf die 7, also gucken wir mal. Ah, wobei Dunkelheit würde ich jetzt im Feuer, ich würde dir nur eine plus 5 für die Dunkelheit geben, aber. Das ist leider trotzdem nicht geschafft. Streich dir den Pfeil bitte ab. Mhm. Die Goblins verschwinden trotzdem. Lautes Gekeckern, die anderen werden wach. Man lauscht einmal, wenn er jetzt niemanden schreien oder brüllen hört, also außer ein bisschen diese keckernden Goblins, die sich wieder von links nach rechts drehen. Aber nochmal sein Zelt umschauen, nicht, dass irgendjemand jetzt hier sein Zelt aufgeschlitzt hat und diesen Goblin bei ihm direkt reinguckt und dann, ja, sich umdrehen. Die Leute, die den Kopf aus dem Zelt strecken, werden nur noch kurz angeflüstert. Goblins, mal wieder, legt euch hin. Nächste Feuerwache, Selbstbeherrschungsprobe von Torgosch und Igna auch. Ich möchte Torgosch nur kurz was mitgeben. Torgosch, wenn ihr die Mistkrieger nochmal hört und wenn ihr ihn sehen könnt, dann jagt ihn in den Wolzen rein. Das sollte sie verschrecken. Ich werde es probieren. Passt auf, vielleicht kommen sie diesmal von der anderen Seite. Ja, ich werde meine Augen offen halten. Ihr macht das schon. Dann kannst du wach bleiben. Sinnschärfeprobe plus 8. Auf Sehen oder auf was? Ja, du siehst sie. Und kannst in die Dunkelheit blicken. Hast dich natürlich dran gewöhnt. Es gibt kein Lagerfeuer, was dir dann die Sicht genommen hat. Und du siehst die kleinen Maden, wie sie am Vortag schon an den Felsen saßen. Genau von da sind sie wieder gekommen. Du kannst nach oben ein kleines Schweinchen entdecken, auf dem wohl einer der Goblins sitzt. 1, 2, 10. Mittlerweile sind sie 12. 12 Stück klettern gerade runter. Ja, ich nehme mal einen Stein auf, wie Ömer mir heute schon geraten hat, und werfe den mal in deren Richtung. Ja, das ist natürlich nicht schaffbar mit den 100 Metern. Kannst natürlich gerne mal versuchen. Würfel mal eine Körperkraftprobe plus 10. Ja, schlägt irgendwo vor euch im Strauch auf. Gibt kein richtiges Geräusch, die Goblins klettern weiter. Naja, dann, da die Steine mir nicht ausgehen werden, schmeiße ich jetzt einfach so lange Steine, bis die das bemerken. Ja, sind unten stehen geblieben, gucken in deine Richtung, werden dich wohl auch erkannt haben und schauen dir interessiert zu. Also kann ich feststellen, es geht ihnen wohl nicht darum, dass sie bemerkt werden, sondern dass sie bedroht werden. Ja, richtig. Das kannst du mit deiner Kriegskunst, wirst du es auf alle Fälle mitbekommen. Und sie kommen jetzt leise mit den Speeren gezogen, um euch herumgeschlichen, wieder so einen kleinen Halbkreis machend mit den 12 Leuten. Das ist natürlich ein bisschen schwer, weil, naja, ihr seid immer noch auf 100 Schritt Entfernung. Aber sie kommen weiter auf euch zu. Ja, dann sage ich, Igna, hol die Windnahenbrust. Ja. Ja, ich leg jetzt mal nacheinander auf den ersten an und möchte gucken, wie die darauf reagieren. Aber auf welche Entfernung willst du schießen? Ich leg erstmal nur an. Ja, interessiert die nicht. Okay. Ja, wenn ich so auf... Zwei von ihnen holen jetzt einen Bogen raus. Dann möchte ich auf einen mit dem Bogen schießen auf, keine Ahnung, 60 Schritt, sagen wir mal. Gut, dann würfel. Siehst du auch noch, wie einer gerade so eine sehr archaische Steinschleuder sich bereit gemacht hat? Ja, nein. Ich baller bald daneben. Ja, dann kommen jetzt zwei Pfeile geschossen. Auf 60 Meter Ziel. Ja, versuchen sie. Gehen aber vorbei, schlagen vor euch irgendwo ein. Passiert nichts, sie gehen weiter ran. Ja, ich mach die anderen wach. Sie kommen! Sie kommen! Sie kommen! 12 Stück, einer auf einem Schwein. Natürlich. Ja, der auf dem Schwein ist oben geblieben, guckt von da runter. Versucht ihn da runter zu schießen, wenn ihr könnt. Also, das treffe ich nicht. Bin froh, dass ich den überhaupt entdeckt habe. Ja, ich sehe dann auch meinen Bogen, während ich spreche, auf. Und drehe mich zu den anderen.
So, wo sind sie denn? Sieht man schon was? Da, da und da, da vorne. Die beiden haben den Bogen und der hat eine Steinschleuder. Sieht man die? Ja, würfel gerne nochmal eine Sinnschärfeprobe, aber ich glaube, das wird wieder nix. Sie sind mittlerweile auf 40 Meter heran. Das hat Torgosch auf alle Fälle komplett im Blick. Also wenn du mir eine Vierer Erleichterung gibst, also keine Vierer Erschwernis gibst, also wenn du mir nur eine Vierer Erschwernis gibst, schaffe ich's, ansonsten nicht. Nee, ah, ist dunkel. Warum soll ich dir eine Erleichterung geben? Hätte sein können, dass es leichter ist, weil ich ja genau die Stelle weiß. Die nächsten Pfeile fliegen heran, treffen nicht. Aber ihr könnt es jetzt einschlagen hören. Ich nehme eine von meinen Pechfackeln und möchte die anmachen. Abel mehr? Wollen wir sie wirklich töten? Dann kann ich sie grillen. Wenn wir einen von denen töten, dürfte das schon reichen. Vorzugsweise den auf der Sau. Die stehen da relativ dicht beieinander, oder? So. Ja, wie gesagt, die haben sich jetzt verteilt in so einem Halbkreis. Mit Glück, würfel mal Plus oder Minus, kannst du 3 mitnehmen, aber mehr als 3 ist nicht drin. Dann hast du 3 in deinem Fokus. Gut, dann wirklich ein Enisphäre Feuerball. Kraft vielleicht, lieber. Na, zu spät. Modifikation? Ganz normaler, 0 auf 15. Gut. Da wir noch nicht in Kampfrunden sind, hast du wieder vergessen, den länger zu sprechen. 7 Aktionen dort, ja. Ja, das soll dir auf alle Fälle genügen. Zwei weitere Pfeile, die da bereit gemacht werden. Schauen wir mal, auf wen die geschossen werden, ob die überhaupt treffen. Jo, die 4 trifft. Ich glaube es auch nicht. Auf 60 Meter ist allein schon eine 12er. Mittlerweile sind sie auf 40. Ja, das ist immer noch eine 12er Erschwernis. Genau, 12 Punkte der Basiserschwernis, dann noch die Dunkelheit dazu, dann noch die Möglichkeit, dass wir auch in Deckung sind und irgendwo hinhocken. Wir sind gut zu verteidigen. Na gut. Ein Pfeil, der vor Abel mir in das Gras schlägt und dich ein bisschen ablenkt und dann beschreibt den Zauber und was passiert und was du mit diesen armen kleinen Viechern machst. Ja, ich halte meine beiden Hände schalenförmig von mir vor mich geöffnet. Daraus wird langsam erst ein kleiner Funke, dann ein größer Funke. Dieser Ball wird immer größer. Und dann schießt er nach vorne in Richtung dieser Goblins. Und ja, explodiert zentral unter diesen drei Goblins. Ja, ein schmerzender Feuerball, der in eure Augen schießt, euch die Sicht kurz nimmt, ihr seid kurz blind. Leites Schreien, Kreischen, Quieken und klackernde Geräusche. Ein paar, drei Fackeln laufen durch die Gegend. Es stinkt nach verbrannten Haaren, nach verbranntem Fleisch. Und zwei dieser Fackeln fallen dann noch um, fallen in das Gras. Ein anderer kann sich noch irgendwie zu der Klippe retten, taucht das so ein bisschen in eine unheimliche Szenerie. Und ihr könnt dann sehen, wie da 8 andere Schatten wieder nach oben huschen und in der Dunkelheit langsam wieder verschwinden. Das scheint sie eingeschüchtert zu haben. Cool. Na, trotzdem ein schöner Keuch, ne? Wie viele ASP hast du noch? Ja, ich hab gerade geguckt, irgendwie nur 18. Aber ich hatte ja von der Regeneration irgendwie. Konnte ich eigentlich zweimal regenerieren oder nur einmal jetzt? Du konntest einmal regenerieren. Gut, dann hat sich's alle. Ich hab's nicht geschafft. Ich hatte gar nicht genug Kraft, irgendwie sehe ich gerade. Da bist du jetzt auf 0, beziehungsweise ich erlaube es dir jetzt, wie viele ASP fehlten dir? Ja, 3. Gut, dann verlierst du 3 Lebenspunkte. Gut. Verlierst du sowieso durch die Ignisphäre, ne? Genau, also 1W6 plus 3 Publik ist einfach mal. Ja, dann würfelt den Schaden nochmal zusätzlich, aber die 3 kriegst du nochmal zusätzlich als Schaden. Ups. Gut. Das sind 11, ne? Nee, wie gesagt, Basisschaden kriegt er ja plus 3. Achso, plus 3, okay. Das sind dann 3 Endwerk rechnen. Wie viele Lebenspunkte hast du noch? 16. 16. Mhm. Gut, die Nacht ist rum, langsam geht die Sonne wieder auf. Naja, was heißt langsam? Wir haben es jetzt ja 5 Uhr, ihr wolltet aufbrechen. Keine Regeneration für euch, ihr wart die ganze Zeit wach. Nur Erschöpfung abgebaut, ja, immer mit dicken Tränensäcken baut langsam sein Zelt ab. Jezorn plus 2. Habe ich jetzt eigentlich weiter Schaden gekriegt in der Nacht oder bringt mein Schlafsack mir was? Der Schlafsack bringt dir was. Okay.
Die Tage werden hart. Die Tage werden richtig hart. Ohne Führerin werdet ihr müde, kaputt, zerschunden. Nach 15 Tagen entkräftet die Berge runtersteigen. Nach und nach. Irgendwann habt ihr immer mehr Straße unter eure Füßen. Könnt dann nur noch aufatmen, mit einem Blick unter euch das Land erkennen. Dass nichts mehr von dem so ist, was es früher einmal war. Keine blühenden Ebenen mehr. Wir haben zwar Spätwinter, dass Pflanzen nicht grün, sollte euch klar sein, aber hier herrscht eitriges Braun vor, stichiges Gelb. Es wuchert zwischen den Bäumen umher, Schimmel frisst sich rötlich an den Tannen empor. Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung mischt sich in eure Gefühle, verdrängt das Glück und die Liebe aus euren Herzen. Ihr konntet den Jähzorn, die Wut, die in euch nach oben gekeimt ist, leicht runterschlucken. Aber eure Kleidung ist aufgerissen, zerstört, geschunden, ihr habt bitterlich gefroren, euch war unglaublich kalt, ihr habt euch gestritten. Hetzt die Reise, Schwarztobrien hat noch nicht einmal angefangen, doch der Anblick des sonst so reinen Landes der Rittersmänner, das Land der Ehrlichkeit, sticht schmerzhaft in eurem Blick, als ihr dann einmal stehen bleibt. Die letzten paar Tage seid ihr nur noch bergab geklettert. Glaube, man kann die Tobimora von hier aus sehen. Das da hinten, denke ich. Du siehst auf das Herz des Landes, was eigentlich blau, ja, das Leben bringen sollte. Doch hier ist es schwarz verfärbter Fluss, ölig, schmierig. Die Tobimora ist nicht mehr existent. Nicht so, wie du sie kanntest. Benuchte. Dafür werden sie bezahlen. Früher oder später. Na dann, Männer. Alle beisammen. Und ein Nicken, nur ein erschöpftes Nicken. Sind wir zu, dass wir endlich von diesem götterverlassenen Berg hinunterkommen. Wenn wir Glück haben, haben wir noch einige Weile, bevor wir in die erste Zollstation müssen. Wir sollten auf jeden Fall ab jetzt sehr vorsichtig sein mit den Namen. Richtig. Allen immer wieder das Falsche herausgerutscht und ab jetzt könnte das tödlich enden. Zieh dann auch den Dunkelsteiner Wappenrock wieder an. Den hatte ich ja abgelegt, weil er mir über der Winterkleidung ein bisschen zu unangenehm war. Und rücke nochmal meinen Netzermantel zurecht. Ich weiß auch, dass Ragnar eine schwarze Hand hat, richtig? Also ist mir das inzwischen aufgefallen? Ja, wie gesagt, die ist halb tätowiert. Ja, sollte klar geworden sein, natürlich. Ich denke, ihr solltet eure schwarzen Hände offen tragen. Wir haben ja gehört, dass viele Paktiere auch schwarze Hände haben. Das sollte uns zumindest einige Leute von uns weghalten. Ja. Auch wenn ihr vielleicht nicht mögt, was sie damit assoziieren, aber es kann bestimmt hilfreich werden. Ich habe schon meinen Namen und mein Wappen abgelegt. Viel schlimmer wird es nicht mehr. Richtig, richtig. Ja, ich zieh dann die Handschuhe ab, wenn die Temperaturen so werden, dass man das ertragen kann. Und lege auch meine Augenklappe dann irgendwann ab. Wenn man schon verstümmelt ist, kann man das auch zur Schau tragen. Immer noch ist es keine richtige Straße. Zumindest nicht so, wie du sie kennen solltest. Naja gut, die Straßen in Tobrien waren nie erste Klasse. Das letzte Mal wirklich ausgebaut zu den kaiserlosen Zeiten. Quasi eigentlich noch davor. Gerade wenn man dann den Weg verlässt, wird es noch schlimmer. Zumindest weißt du das. Kannst natürlich noch viel den anderen erzählen während eurer Reise. Als ihr dann, ja, die Berge letztendlich verlassen habt, die letzten Serpentinen, könnt ihr vor den vereinzelten Bäumen stehen bleiben. Ja, es macht wirklich keinen Unterschied, ob ihr in Weiß- oder Schwarztobieren seid. Das Land hat hier gelitten. Der alte Wald könnte Jalan mit Stolz erfüllen, doch nun flüstern sie nur noch traurig mit dir. Der Wind trägt ihr Lied zu dir, sie suchen stillen Trost von dir. Sie sehen sich nach dem erlösenden Feuer von Prajos Hand. Falscher Odem gleitet durch das Licht und kaputte Blätterwerk, die Erhabenheit ist gebrochen. Früher standen hier endlose Buchen, Meere aus Tannen mit machtvollem Wuchs.
kannst an dein Auge tasten. Deine Augenhöhle. Fängt an zu bluten. Trauer erfüllt dein Herz. Seht euch das an. Seht euch das alles an. Wir sollten die verfluchte Stadt abbrennen und nicht einfach nur hineinmarschieren. Alles sollten wir abbrennen. Ich zähle also nichts mehr für irgendjemanden, der auf dem rechten Pfad wandelt, zu gebrauchen. Gar nichts. Also eure Heimat ist alles andere als schön. Eher von Dunkelschein, wenn ich das mal so sagen darf. Sie wird wieder schön. Eines fernen Tages. Aber nicht mehr in dieser Lebenszeit. Oder in der eurigen. Die Götter sind gnädig und ihre Werke sind groß. Wir werden sehen, was passiert. Aber erst einmal... Viele haben Taschen, die auf ihren baldigen Tod warten. Vielleicht ist es dann umso wichtiger, dass man das für seine Kinder wegräumt, den Dreck. Richtig, richtig. Hab gar nicht gefragt. Laufen hier schon einige von euren Nachkommen herum, Herr Dunkelstein? Ich habe keine Nachkommen. Jeder, der hier herumläuft und sich noch nicht Dunkelstein nennt, ist entweder tot oder ein Verräter. Gute Einstellung. Na gut, warten wir auf. Ich will mir das nicht länger ansehen müssen. Vielleicht wird es... Vielleicht wird es weiter deswegen sein, ein bisschen freundlicher. Das mag ich zu bezweifeln, wenn ich das mal so sagen darf. Man darf schließlich nie aufhören zu hoffen. Nach 2 Stunden den Pfad entlang könnt ihr vor euch ja so etwas wie Palisaden erkennen. Schwarz. Gar nicht mehr rauchig. Das Dorf, was vor euch liegt, abgebrannt. Schon vor langer Zeit. Wenn ihr dem Ganzen euch nähert, keine Wachen am Tor, verlassen. Die Häuser schwarz, kohlig, die Dächer eingestürzt. Meint ihr, irgendjemand hier ist noch am Leben? Ich trete mal gegen irgendwann ein Stück Holz, wenn... Ja, sieht nicht so aus. Ich glaube, die sind alle hier schon lange tot. Aber wir sollten mal lieber schauen. Schaden tut's bestimmt nicht. Und ich möchte mal so in diesem Palisadenzaun mich umsehen, ob ich noch irgendwas höre, irgendein Gewimmer, irgendwie jemanden sehe. Irgendwelche Anzeichen von Leben, die nach dem Brand entstanden sind. Fährtensuche. Ah, nichts. Nichts zu entdecken. Ich schaue mich auch mal um. Ihr könnt eure Lebenspunkte übrigens so lassen. Wie gesagt, plus minus null Regeneration. Auch die ASP, also werdet natürlich weitere Begegnungen gehabt haben, die dann an euren Kräften gezerrt haben. Vielleicht hat dann natürlich dann unser guter Abel mir wieder regeneriert. Dann gab es irgendwas, was wieder kaputt war. Irgendwie Kälte, weitere Goblins, andere Tiere. Sodass ihr, wie gesagt, dann immer auf plus minus null dann rumgekrebst seid mit euren aktuellen Lebenspunkten, aktuellen ASP. Jalan, dir fällt auf, dass es hier wohl sowas wie ein Feldlager gab, was provisorisch errichtet worden ist. Ein paar Zelte, leicht außerhalb dieses niedergebrannten Ortes. Allerdings, ja, verwüstet. Schwer beschädigt. Die Sachen auch mittlerweile wieder abgebaut, weil es gibt einfach nichts, was es hier zu beschützen gibt. Die Stadttore wurden zumindest auf der einen Seite provisorisch wieder repariert, aber so ausgehängt, wie sie wieder daneben stehen. Man könnte sie wieder leicht einsetzen, aber der Ort ist einfach verloren. Heißt das, wenn man die Stadt hoch einsetzt, ist die Burg, ist die Palisade noch in Ordnung? Vermutlich. Wer reißt den Palisaden an, wenn er nicht muss? Die wurden, also ihr könnt auch sehen, dass sie mal neu gebaut worden sind. Das ist frisches Holz, mittlerweile nicht gepflegt, aber... Das ist eine Palisade oder ein neuer Zaun, der repariert worden ist und dann ausgehängt wurde. Wenn wir die Tore einsetzen, könnten wir hier drin theoretisch übernachten.
Naja. Sollten wir so oder so tun. Zwei Tore sind leichter zu überwachen als die ganze Umgebung. Wir sollten vor allen Dingen nicht alleine hier in dieser Gegend herumlaufen. Besser immer zu zweit. Man weiß nicht, was sich hier herumtreibt. Ich traue diesem Frieden nicht. Tja, ich frage mich, wie die Nächte hier werden. Wenn die Nächte in den Bergen schon unangenehm waren, wenn Glück haben, werden bestimmt ganz andere Dämonen auflauern, oder? Wenn wir Glück haben, können wir vielleicht ein oder zwei wenigstens in einer Herberge verbringen. Lass uns erstmal die Gegend absuchen. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas ist. Also jetzt hier, wir wollen ja jetzt gerne hier vielleicht in dieser Zone übernachten. Lass uns gucken, ob das wirklich jetzt hier eine gute Idee ist. Ja, bitte Zweiergruppen, wir durchsuchen kurz die Ortschaft. Wenn ihr irgendwas oder irgendjemanden findet, haut notfalls erst zu und fragt danach. Aktuell haben wir so einen Höchststand. Könntet natürlich noch einen halben Tag weiterziehen, wenn ihr wolltet, aber ihr wisst auch nicht, wann das nächste Dorf kommt, die nächste Ortschaft. Dann müsstet ihr natürlich auf der Straße oder an der Straße, was viel gefährlicher ist, eure Zelte aufschlagen. Also ich denke, nach diesem Abstieg haben wir uns alle einen halben Tag Ruhe verdient. Ja, zu Kräften kommen, den Kopf frei kriegen und morgen dann in aller Frische weiterreiten. Gut, Starkheit, das kommt. Wir gehen da vorne hin und schauen uns mal da die Ecken an. Riccio, wir schauen uns mal das Haupthaus an. Das sieht zwar komplett ausgebrannt aus, aber vielleicht steht der Keller noch. Na, ich fürchte. Ja, lass uns schauen. Wir können nicht spekulieren. Tulum zieht seinen Säbel und benutzt den immer sozusagen, um irgendwelche Bretter auch mal zur Seite zu schieben, die irgendwie locker auf dem Boden liegen. Als sozusagen Stock, um irgendwie so ein paar Sachen zur Seite zu schieben, um sich mal Sachen eher anzuschauen. Das sind ja runtergebrannte Ruinen, da will er mal so ein paar Sachen hier und da so ein bisschen zur Seite schieben, um zu gucken, ob da irgendwas ist. Schriften, Zeichen, Tote, was auch immer. Ihr findet im Verlauf eurer Untersuchung 3 Schreine, wohl den Göttern ehemals geweiht. Einen richtigen Tempel gab es hier wohl nicht, zumindest hätte man dann sowas wie ein normales Gebäude umfunktionieren müssen, aber zumindest könnt ihr dann die Zeichen und auch ein paar Statuen von Travia erkennen. Pereine, Praios. Allerdings sind ihnen wohl auch die Köpfe abgebrochen, die Arme abgerissen, wurden wohl geschändet vor einiger Zeit. Einige haben dann auch, das ist so eine Art Metall, wir wissen nicht genau, was das für eine Art Metall ist, aber hat man wohl auch reingeritzt mit irgendeinem Gegenstand. Stern, 13-zackig. Und auch der wurde wieder einmal durchgekritzelt. Hat wohl wieder jemand dafür gesorgt, dass diese 13 Strahlen dann ja nicht auf diesem Göttersymbol zu finden sind, was natürlich das Werk noch so umso trauriger macht. Frag mal, was ist das? Man zeigt noch diese 13 Zackendinger. Erkenne ich das Zeichen denn? Mit meiner Kulturkunde Schwarze Lande? Götter und Kulte. Nicht erschwert. Kulturkunde Schwarze Lande hast du dir gekauft. Hast du natürlich in dem einen Jahr eine ganze Menge gemacht. Wo warst du unterwegs? Oh, Geschichtswissen. Ich bin tatsächlich, habe mir ja einige Leute zur Anheuerung über Festung nach Mendena geschickt und bin dann selbst dort in Mendena einige Zeit unterwegs gewesen und bin dann auch einige Zeit im nahen Umland unterwegs gewesen, aber ich bin nie viel tiefer in die Schwarzen Lande gekommen, sodass mir die gefährlichsten Orte wahrscheinlich gar nicht bekannt sind, wobei Mendena an sich auch schon ein sehr gefährliches Pflaster ist. Mendena ist anders gefährlich. Wer da genug Geld hat, kann sich da natürlich ohne Probleme aufhalten, aber das hier ist natürlich jetzt wilde Natur, wenn du so möchtest. Aber die 13 Strahlen sagen dir was, natürlich. In Mendena habe ich dann halt die einfacheren Geflogenheiten. Also ich kenne mich jetzt nicht unbedingt mit den schlimmsten Fingern in Schwarzen Landen aus, aber tatsächlich ist, wenn man genügend Geld hat, Mendena eine sichere Hafen, um sicher ist auch übertrieben, aber zumindest kann man dort viele Informationen für genügend Geld, wenn man es dann hat, herausfinden. Ja, du denkst an die Zeiten in Mendena zurück, wir sind Gedanken versunken, als sich immer angesprochen hat.